Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare. Und wir haben heute hier für ein paar Minuten unseren Bhakta Frank zu Gast, hier in der MTB Schaltzentrale. Und ja, Frank, vielleicht einen Gruß für alle MTB-Zuschauer. Ein gesegnetes Haribol. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer Montags-Antimuffel-Folge des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, wenn es montags, mittwochs, freitags oder sonntags ist, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, hier ist sie, sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Und diese Schriften wurden übersetzt und kommentiert vom Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, nämlich A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, den ihr hier auf diesem Bild seht. Und wir sind heute an einem besonderen Vers angekommen. Es ist nämlich der Vers, in welchem Großvater Bhishma Dev zumindest auf diesem Planeten und in diesem Universum für immer seinen Mund und seine Augen schließt. Wahrscheinlich schließt er seine Augen nicht, weil er sie sehr konzentriert auf die höchste Persönlichkeit Gottes, Achyuta, gerichtet hat. Und für diese dramatische oder bewegende Episode habe ich auch einen besonderen Gast eingeladen, direkt aus Vrindavan. Es ist unsere liebe Dara Devi Dasi, Hare Krishna. Hare Krishna. Herzlich willkommen. Und für alle YouTube-Zuschauer, hin und wieder bleibt der Dara Devi Dasi bei 48 Grad Hitze nichts anderes übrig, als auf den AC-Button zu drücken. Und wenn ihr dann ein paar Nebengeräusche hört, wisst ihr, woran das liegt. Es ist nämlich in Vrindavan jetzt wirklich sehr, sehr heiß. 48 Grad liege ich doch. Nicht ganz, ich glaube, sind es 2 oder 43. Okay, ich glaube, das reicht. Genau, also wenn sie sich in die pralle Sonne stellt, dann wird es sogar noch heißer. Auf jeden Fall. Ne? Also da sind wir sogar nicht mehr bei 48 Grad. Ja, also toll, dass du dabei bist heute. In Vrindavan haben wir jetzt 3,5 Stunden nach vorne gerechnet. Also es ist schon fast Mittag. Und ja, Dara Devi Dasi, ich würde sagen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Also wer sich ihre ganze, nicht ihre ganze, aber ihre, sage ich mal, halbe Lebensgeschichte in Kurzform anschauen will, der drückt hier auf ein I. Da wird dann auch beschrieben, wie sie genau sich mit dem Krishna-Bewusstsein angefreundet hat. Aber vielleicht ein paar Worte, das ist, ich nenne das immer meinen 30-Sekunden-Challenge. Ich versuche dich mal in 30 Sekunden hier vorzustellen. Moment. Und zwar trat die Dara Devi Dasi Ende der 1980er der ISKCON bei. Das ist unter anderem auch passiert, weil sie eine Reise nach Afrika gemacht hat. Du warst so eine Art Woofer, oder? Was? Woofer? Sind das nicht die, die so freiwillig auf einem Bauernhof arbeiten und dann so Kost und Logis bekommen? Oder verwechsel ich das? Ich verwechsel so. Du hast Also also so eine richtige Kulturreise nach ja, Afrika unternommen. mit einer Freundin zusammen einfach mal. Okay, Ja. weil es gibt auch Devotis, die so zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind, habe ich das durcheinander gebracht. Also sie hat eine Kulturreise nach Afrika unternommen. War das Nigeria? Ghana.
Ghana, okay, und hat dort auch eine Hare Krishna Landwirtschafts- und Tempelgemeinschaft dort kennengelernt. Stimmt doch, ne? Ja, ja, die habe ich aber gezielt gesucht, weil ich das ja schon kannte aus Berlin vorher. Genau. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, du sitzt da mit so einem dunkelhäutigen Pfadfinder in einem Kanu und ihr fährt dann irgendwie in den Kongo-Fluss immer tiefer in den Urwald. Und irgendwann hört man so auch vom Ufer her so, Hare Krishna, Hare Krishna. Und dann sagt Dara Devi wieder, halt, stehen bleiben, hier müssen wir Anker lichten. Also so. Aber ähnlich, also ein bisschen, ich bin im Bus gesessen und habe gesagt, halt, hier muss ich raus, weil hier ist der Hare Krishna Tempel. Und wir sind über die Volta mit einem Einbaum gefahren, aber nur einmal drüber so. Und kein tiefer Dschungel, sondern ein relativ karger Berg, wo oben dann die Farm drauf war. Ah, okay. Dann muss ich mein Kopfkino noch ein bisschen optimieren. Super. Ja, und was bleibt noch zu sagen? Vieles. Sie ist auch die Ehefrau des leider verschiedenen legendären Buchverteilers Mangalananda Prabhu, der leider seinen Körper vor fast 2 Jahren aufgegeben hat. Und dann ist sie eine der besten Köchinnen Deutschlands, finde ich. Und sie leitet jetzt mit einigen Freunden zusammen das ISKCON-Zentrum in Köln, was bestimmt gar nicht so einfach ist. Mal schauen, ich bin jetzt in der brenzligen Zeit abgehauen. Ah, okay. Genau, du hältst dich jetzt in Vrindavan auf. Wie lange wird das noch so bleiben? Nur bis also am Donnerstag fliege ich schon wieder zurück, so Krishna erlaubt und will. Und ich entfliehe dann wieder der Hitze statt des Chaos in Deutschland. Ne? Mhm. Aber ich habe gehört, da ist ja Winter wieder eingebrochen hier bei euch. Ne? Ein bisschen. Ich glaube, es soll diese Woche wieder wärmer werden. Also ich glaube, du hast das Schlimmste hinter dir hier. Sehr gut. Prima. Ja. Und ich habe auch jetzt die Gelegenheit genutzt, endlich die ganze Asche von Mangalananda hierher zu bringen. Erst war ich ja in Mayapur, habe dort dann nochmal so eine Zeremonie gemacht, so richtig schön mit Priestern und auf dem Boot sind wir über die Ganges und dann haben wir irgendwo auf so einer Insel angehalten, haben dann da so Zeremonie gemacht, Kirtan gemacht und dann musste ich mit dem Tonkrug da in die Ganges gehen und dann wurde die Asche versenkt und dann musste ich auch noch untertauchen ein paar Mal und dann die Gedanken auf Mangal richten, auf seine große Zukunft im spirituellen Leben. Und dann war das ein sehr schönes Event. Hinterher haben wir noch Prasadam, den Vaishnavas, offeriert. Und das war einfach eine super Sache. Das hatten die schon mal mit ganz wenig Asche gemacht vom Mangal. Aber jetzt war ich halt auch dabei und das war super. Und hier in Vrindavan, in der Yamuna, habe ich den Rest auch noch mal so eine kleine Menge auch noch mal eingestreut. Also ich weiß ein bisschen, wovon du sprichst. Ich habe sowas mit dem Shivatma auch gar nicht so lange her ist es gemacht. Auch vor 2,5 Jahren haben wir die Asche von dem Mahashakti Maya Prabhu auch in den Yamuna-Fluss hineingestreut. Und wir hatten auch das Gefühl, als die Asche dann so reingestreut wurde, hat mir dann erzählt, da hat er so richtig gespürt nochmal, wie sich der Mahashakti die Seele bedankt hat. Ja. Und war dann danach richtig voller Freude. Also es war dann besonders, als diese Asche da in den Yamuna-Fluss reingestreut wurde, dann kam so ein ganz, ganz großes Glücksgefühl für uns alle. Es war also hinterher auch gute Stimmung. Ich fand auch ganz toll, dass ganz viele Freunde vom Mangal gerade auch in Mayapur waren, ne? mit denen er früher viel auf Sankirtan war. Shamashanta, Varaha waren da und Madhusudana und Pradyumna Mishra. Also fand ich richtig toll und ihre Familie. Ne? Das war dann perfekt, weil die konnten alle auch noch über ihn sprechen und haben mal so ein paar Lilas erzählt und das war eine richtig schöne
Abschiedsstimmung und eigentlich war es ein schönes, ein richtig schönes Fest, kann man sagen, dass die ganze Sache glücksverheißend macht, ne? Diesen Abschied auch. Für manche hat mir das gut gefallen. Ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, 17 Jahre alt. Da habe ich dann den Koffer gepackt und bin in den Zug gestiegen, habe meine weinende Mutter am Bahnsteig gelassen und bin nach Heidelberg zum Hare Krishna-Tempel in die Kurfürstenanlage gefahren, um mich dort zum Ashram, also zum Brahmacharya-Ashram zu melden. Und dann bin ich irgendwann in der späten Nacht, es war vielleicht schon 24 Uhr, habe ich dann da geklingelt und habe gedacht, oh, macht überhaupt noch jemand auf? Ne? So, und das war für mich auch ein großer Lebensschritt. Ich hatte meine Schule abgebrochen. Ich wollte einfach mich total Krishna hingeben. Und dann plötzlich ging das Licht dann nochmal an in diesem Treppenhaus. Und wer machte mir die Tür auf? Mangel, genau. Nahm meinen Koffer, klopfte mir kräftig auf die Schulter. Und dann, das war für mich so sehr, sehr, wie nennt man das? Ich fühlte mich da sehr gut empfangen, so, ne, von Mangel Ananda. Ja, also das kommt mir gerade in den Geist, in die Erinnerung. Das hat mich sehr, sehr beruhigt wieder so. Ich war auch ein bisschen aufgewühlt. Ja, prima. Ich würde sagen, Dara, wir schauen uns mal ein paar glückverheißende Mantras, Gebete an. Die blende ich euch auch mal ein. Und zwar hier. Und auch an unsere lieben Zoom-Teilnehmer. Wir wollen uns ja heute auch dem Vers und der Erläuterung zuwenden. Wenn ihr da im Verlaufe der Sendung irgendetwas ganz Wichtiges auf dem Herzen habt oder eine Frage habt, dann schauen wir uns das im hinteren Bereich unserer Sendung noch gerne an. Und Dara Devi Dasi, vielleicht magst du ja das Sanskrit hier chanten. Ich lese dann die Übersetzung. Okay. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjala Shalakaya Shakshuro Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam divim sarasvatim vyasam tato jayam mudirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta praesha padreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit tranzenden Talen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadata Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda. Und schaltet gerne alle eure Mikrofone einmal ein. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und wir gehen direkt zu unserem Vers für alle, die ein Buch aus Papier und Karton haben. Es ist die Seite 442 im ersten Kanto, im ersten Teil, falls jemand einen ersten Teil davon hat. Es gibt ja auch die Gesamtausgabe. Und ja,
Wir hören jetzt nach längerer Zeit wieder einen neuen Sprecher, nämlich Suta Goswami, der dieses Srimad Bhagavatam von Shukadeva Goswami empfangen hat, also sozusagen der zweite große Bhagavatam-Erzähler. Und ja, Dara, lass uns doch mal den Sanskrit-Vers hören. Suta Uvacha, Krishna evam Bhagavati, Manobhaktrishti Vrittibhi, Atmanyatmanam Aveshya, Sunatvatsa Uparamat. Na, und jetzt kannst du das Sanskrit-Wort chanten und dann haben wir eine Übersetzerin für das Deutsche. Okay. Suta Uvacha. Suta Goswami sprach. Krishna. Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Evam. Nur. Bhagavati. Ihm. Manaha. Geist. Vak. Rede. Drishti. Sicht. Vrittibhi. Handlungen. Atmani. Der Überseele. Atmanam. Das Lebewesen. Aveshya. Eingegangen in. Saha. Er. Anantaha. Svasaha. Einatmend. Uparamat. Wurde still. Die Übersetzung. Suta Goswami sprach. So versenkte sich Bhishma Deva mit Geist, Worten, Augen und Handlungen in die Überseele Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Bald darauf verstummte er und sein Atem kam zum Stillstand. Übersetzung, etwas Erläuterung. Die Stufe, die Bhishma Deva erreichte, während er seinen materiellen Körper aufgab, wird als Nirvikalpa Samadhi bezeichnet. Das heißt, er ging völlig in Gedanken an den Herrn auf. Mit seinem Geist erinnerte sich an die verschiedenen Taten des Herrn. Mit seiner Zunge lobpries er den Ruhm des Herrn. Und mit seinen Augen sah er den Herrn persönlich vor sich stehen. So richteten sich all seine Tätigkeiten ohne Abweichung auf den Herrn. Dies ist die höchste Stufe der Vollkommenheit. Und es ist jedem möglich, diese Stufe durch die Ausübung hingebungsvollen Dienstes zu erreichen. Der hingebungsvolle Dienst für den Herrn umfasst 9 grundlegende Dienste. Und zwar erstens hören, zweitens chanten, drittens sich erinnern, viertens den Lotusfüßen dienen, fünftens verehren, sechstens beten, siebtens Anweisungen ausführen, achtens vertrauten Umgang pflegen und neuntens sich völlig ergeben. Jeder einzelne dieser Vorgänge oder alle zusammen sind gleichermaßen geeignet, das ersehnte Ergebnis zu erreichen. Doch man muss sie unablässig und unter der Leitung eines erfahrenen Geweihten des Herrn durchführen. Der erste Vorgang, nämlich Hören, ist von allen der wichtigste. Und daher ist das Hören aus der Bhagavad Gita und später aus dem Srimad Bhagavatam für den ernsthaften Anwärter, der am Ende die Stufe Bhishma Devas erreichen will, unbedingt notwendig. Den unvergleichlichen Zustand Bhishma Devas zur Zeit seines Todes kann man sogar erreichen, wenn Shri Krishna nicht persönlich anwesend ist. Die Worte der Bhagavad Gita und der Srimad Bhagavatam sind mit ihm identisch. Sie sind die Klanginkarnation des Herrn und man kann sie voll nutzen, um die Stufe Shri Bhishma Devas, der einer der 8 Vasus war, zu erreichen. Jeder Mensch und jedes Tier muss zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens sterben. Aber jemand, der wie Bhishma Deva stirbt, erreicht die Vollkommenheit. Wohingegen jemand, der unter dem Zwang der Naturgesetze stirbt, wie ein Tier verendet. Dies unterscheidet den Menschen vom Tier. Die menschliche Form des Lebens ist dazu gedacht, wie Bhishma Deva zu sterben. Okay, und nochmal den Vers. Suta Goswami sprach,
So versenkte sich Bhishma Deva mit Geist, Worten, Augen und Handlungen in die Überseele Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Bald darauf verstummte er und sein Atem kam zum Stillstand. Vielen Dank. Ja, also Dara, wir hören jetzt hier, wie Bhishma Deva seinen Körper aufgibt. Und ich stelle immer wieder fest, dass das Srimad Bhagavatam wahrscheinlich die Schrift ist, die ich kenne, die sich am meisten und direktesten auch mit dem Sterben beschäftigt. Also wo findet man eine Schrift auf dieser Welt, wo so detailliert auch beschrieben wird, wie ja, erleuchtete Seelen ihren Körper aufgeben? Ist das auch deine Beobachtung oder bin ich da der Einzige? Nee, das stimmt. Also ich meine, in unseren vedischen Schriften, da ist das ja eigentlich eins der Hauptthemen, wie man sterben soll, wie wir uns auf den Tod vorbereiten und wie wir denn letztendlich dem Tod entgegensehen sollen. Und es wird ja auch immer betont, der Moment, in dem wir sterben, ist der wichtigste Moment im ganzen Leben letztendlich, weil der entscheidet, das Bewusstsein, das man in dem Zeitpunkt hat, entscheidet ja, wo wir weiter hingehen. Und das ist das Tolle, dass wir uns da während unserer Lebenszeit schon genau darauf vorbereiten können und nicht erst kurz vorher, wenn wir krank werden, jetzt könnte es passieren bald und so weiter. Nein, es ist ja gut, wenn wir noch gesund sind und uns dann schon damit beschäftigen können, weil das ist eben, wie gesagt, das ist der wichtigste Zeitpunkt, dem jeder entgegensieht, früher oder später. Und manchmal hört man Leute, die so sagen, oh, ihr Hare Krishna-Leute, ihr beschäftigt euch immer so viel mit dem Tod und mit dem Sterben. seid doch einfach mal im Hier und Jetzt. Genießt das Leben. Das ist alles so pessimistisch. Immer denkt ihr an den Tod und liest so Bücher, wo das immer alles beschrieben wird. Was würdest du denen antworten? Einmal ist die Welt gefährlich. Das kann jeden Moment sein. Jetzt ist kürzlich, habe ich gerade die Geschichte gehört, da hat einer von Devotis Bhagavatam-Klasse gegeben. Dann hat er gesagt, ja, jetzt muss ich mich fertig machen für ein Programm. Habe ich heute Nachmittag auch noch, ist nach Hause gegangen und wurde ihm schlecht. Und dann hat er plötzlich einen Herzanfall gekriegt und war tot. Also es geht manchmal einfach ruckzuck. Und es ist natürlich glorreich, wenn man dann direkt aus der Bhagavatam-Klasse nach Hause geht und stirbt. Weil dann ist alles noch sehr schön spiritualisiert. Und kann man davon ausgehen, dass die Person in sehr gutem Bewusstsein dahin geschieden ist. Und dann einmal ist eben diese Gefahr ständig da. Und natürlich wiegen wir uns immer irgendwie so in Sicherheit, wollen nicht daran denken, aber es kann passieren. Und dann, was war das Zweite, was ich sagen wollte? Es ist eigentlich gar keine negative Sache, der Tod. Also es gehört zum Leben dazu, wie die Geburt. Und weil es uns ja alle betrifft, wieso sollen wir uns da jetzt hier so einen Angstberg aufbauen und ja nicht vom Tod sprechen, nur weil es vielleicht unangenehm ist. Natürlich ist es unangenehm, wenn die, angenommen, man stirbt jetzt auf herkömmliche Art, so dass man einfach die Lebensfunktionen immer weniger werden, dass man das, wenn man das so aus Altersschwäche oder halt einer Terminal-Krankheit, einer unheilbaren Krankheit, was auch immer, und wo man sich dann quasi so nach und nach verabschiedet, so langsam immer Funktionen immer weniger werden. Ja, das ist eine Situation, die man nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat, weil eben alles nach und nach aufhört. Und je besser man sich dann auch darauf vorbereiten kann und tut, desto weniger Angst und desto weniger gestört muss man sein. Und durch Krishnas Barmherzigkeit und wenn man das anwenden kann, diese Lehren, dass sich an Krishna erinnern, was wir hier gehört haben, diese neuen Vorgänge, wenn man wenigstens dann noch chanten kann oder auch sich erinnern kann und Devotis vielleicht
wenn man Glück hat, einem helfen, die dabei sind und einen daran zu erinnern, diese neuen Vorgänge, einen dieser neuen Vorgänge oder mehrere davon zu praktizieren, während man auf dem Sterbebett liegt, ja, dann ist das doch wunderbar und glücksverheißend. Und da muss man, heutzutage haben wir ja die Möglichkeit, auch durch Schmerztherapie einen relativ geringen, gerade wenn man Krebs hat oder so, da hat man ja oft Schmerzen, aber dafür haben wir dann eben die Sterbebegleitung und die Palliativcare, dass man versucht, die Schmerzen so gering wie möglich zu halten, dass man noch einen einigermaßen ruhigen Geist haben kann, um sich eben auf Krishna zu fixieren und diese neuen Vorgänge oder einen davon, zwei, zu praktizieren, während man stirbt. Mhm. Das ist natürlich das Ideale. Na klar, gibt es dann auch immer wieder Unterschiede, je nach seinem, auch das hat natürlich auch noch mit Karma zu tun, ne? Du hast ja immer noch ein bisschen Parapta-Karma, und wenn das Rad sich langsam aufhört zu drehen und du musst noch ein bisschen leiden, weil ich habe so das Gefühl, dass Krishna gerade bei Devotis manchmal noch ein bisschen was schickt, dass die auch nicht wirklich nochmal wiedergeboren werden müssen. Denn solange man noch nicht alles an Karma abgebaut hat und noch Wünsche oder so da sind und man noch irgendwelche karmischen Sachen zu erledigen hat, dann muss man ja wiedergeboren werden. Aber wenn das alles weg ist, dann kann man ja zurückgehen. Und deswegen leiden manche Devotis auch nochmal ganz schön. So habe ich das zumindest auch in verschiedenen Gesprächen mit Devotis auch so, habe ich diese Erfahrung jetzt mittlerweile gemacht, dass es so aussieht, als wenn jetzt jemand ein bisschen mehr leidet, dass das auch sein musste halt. Aufgrund von karmischen Reaktionen. Verstehe. Ja, kommt mir bekannt vor, der Gedanke, den du da aussprichst. Ja, du sprachst eben so von dem Kontrollverlust, ne? Viele Menschen, glaube ich, die möchten nicht an den Tod oder an das Sterben denken, weil das beinhaltet ja diesen Kontrollverlust. Wir sehen ja die Menschen, besonders hier in Deutschland, ist ja so die Stimmung, alles muss abgesichert sein. Das Auto kann erst in den Verkehr, wenn es TÜV geprüft ist und der Sicherheitsgurt, also jede Schraube, das muss alles genau geprüft und sicher sein. Und so hat der Deutsche oder, sag ich mal, das Lebewesen in der materiellen Welt diesen Wunsch, alles zu kontrollieren, dass ja nichts schief geht, dass ja nichts irgendwie aus dem Ruder läuft. Alles wird versichert. Ich hatte jetzt dem Shivatma so eine Apple Watch besorgt, weil er per Sprache kann er seinen Diabetikerwert, also seinen Blutzuckerwert erfragen. Und diese Uhr war ziemlich teuer. Ja, und dann habe ich gedacht, die braucht ja nur an einem Laternenfall mal gegenkommen oder mal im Badezimmer aus Versehen einen aus der Hand flutschen und dann auf die Fliesen fallen. Und schon sind da mehrere hundert Euro, sind dann plötzlich, haben sich in Luft aufgelöst. Und dann habe ich diese Uhr versichert und habe ich gedacht, jetzt versichere ich hier sogar eine Armbanduhr. Wo führt das alles noch hin? Ja, auf jeden Fall, alles wird versichert. Und besonders in Deutschland findet man dieses Phänomen. Und wenn du dann den Leuten ankommst mit dem Sterben und mit dem Tod, mit diesem Thema, dann wird so bewusst, oh, da kann ich nichts mehr versichern, da kann ich auch nicht mehr zum TÜV mit und dieses nicht und das nicht mehr. Und dann fangen die Leute an, oh, das bedeutet Kontrollverlust, damit will ich nichts zu tun haben. Also das blende ich dann einfach aus und beschäftige mich dann erst damit, wenn ich gar nicht mehr anders kann. Ja, Dharadevi Dasi, wir haben hier noch von den neun Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes gehört. Du bist da eben auch kurz drauf eingegangen. Wenn man mit dem Krishna-Bewusstsein anfängt, dann hört man halt hingebungsvoller Dienst. Okay, ja, vielleicht jemanden ein Tablett hinstellen oder so oder mal den
den Flur fegen. Später merken wir dann, oh, das ist ziemlich wissenschaftlich. Da gibt es sogar 9 Vorgänge. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was darüber sagen. Wieso sind es genau 9 Vorgänge? Soll man alle ausführen oder reicht einer oder 2? Du hattest eben von 2 gesprochen. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen. Also erstmal, warum es jetzt 9 sind, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Krishna sagt ja, oder Srila Prabhupada, dass man auch mit einem durchkommen kann. Also dass einer allein reicht, theoretisch, wenn man ihn ja unablässig, das kam jetzt auch hier in diesem Purport vor, dass man sowas unablässig machen soll. Das ist schon mal eine sehr hohe Ebene, ne? Das unablässig, diese Sachen zu machen. Hm. Aber gut. Man kann jetzt nicht unbedingt alle 9 immer machen, aber was halt geht, was unser Tempelprogramm ist ja auch irgendwie so ein bisschen aufgebaut, dass man das auf jeden Fall, ein paar davon auf jeden Fall immer machen kann. Hören ist das Wichtigste, wie Prabhupada sagt, das ist auch das, dass man da auch versteht, was man macht und dass man immer wieder erinnert wird. Das greift auch so ineinander über. Hören, chanten, erinnern und dann die anderen Dienste zum Beispiel dienen und Freundschaft schließen und so, das sind dann schon fast schon intimere Sachen. Wenn man dann, ja, klar, Krishna direkt dienen, kannst du zum Beispiel jetzt nur, wenn du Pujari bist zum Beispiel, dann dienst du Krishna direkt, aber andere Dienste, die zählen genauso, ne? Wenn man jetzt eben, egal was du machst eigentlich, im Krishna-Bewusstsein, es kommt ja aufs Bewusstsein drauf an, das ist ja alles Dienst und das kann man alles in diese 9 Vorgänge irgendwo eingliedern. Und deswegen ist es eigentlich ja egal, welchen dieser 9 Vorgänge man macht oder mehrere. Hören und Schänden ist auch Dienst, ne? Kann man sagen, ist auch hingebungsvoller Dienst. Ne? Auch wenn das sich irgendwie nicht so... Im ersten Moment hört sich das nicht so an. Ne? Ich höre was und diene damit. Oder ich schände einfach nur und diene damit. Es ist ein bisschen merkwürdig, erstmal zu hören, aber ist so. Ne? Es kommt dann natürlich dann auch immer aufs Bewusstsein an. Egal, du kannst fegen und total in Maya sein. Ne? Wenn du jetzt den Tempelraum wischst und an irgendwie den letzten Kinofilm oder sowas denkst, ne, dann ist das nicht Sinn und Zweck der Übung sozusagen, sondern dann ist das nicht wirklich reiner hindernisvoller Dienst, sondern Bewusstsein sollte bei Krishna sein. Ich mache das hier für Krishna, ich möchte, dass Krishnas Ort sauber und rein ist und schön für Krishna, für die Gäste, die kommen und Krishna da verehren. Ne? Also das kann man alles irgendwie, seinen ganzen Dienst kann man irgendwie durch das Bewusstsein krishnaisieren und dementsprechend dann rein machen, beziehungsweise nach und nach rein. Ne? Das ist ja meistens, wir sind ja vom Anfang an nicht gleich auf der Ebene, dass wir das jetzt zur Vollkommenheit bringen, alle 9 Vorgänge. Aber, und eben auch dieses unablässig, das immer zu machen, auch da würde ich sagen, kommen die wenigsten gleich von Anfang an auf diese Ebene, sondern das ist einfach nach und nach ein gradueller Prozess, der halt immer wieder geübt werden muss. Und somit bleibt das Ziel vor Augen. Und wir sagen ja auch, der Weg ist das Ziel. Ne? Also man kann auch diese Ebene von Bhishmadev, wie Prabhupada hier schreibt, was sehr erstaunlich ist, dass wir das alle erreichen können. Ne? Dass man in so einem Bewusstsein wie Bhishmadev stirbt, wie Bhishmadev hatte. Mhm. Also das ist sehr ermutigend. Verstehe. Also du gabst eben das Beispiel, man kann einen Flur fegen. Jemand drückt, angenommen wir sind im Kölner Goradesh-Tempel und plötzlich drückt uns Dara einen Besen in die Hand. Feg doch mal den Flur für Krishna. Und dann fegen wir den Flur, aber denken dann an den letzten Kinofilm, den wir mal gesehen haben,
der überhaupt nichts mit Krishna zu tun hatte. Und so wie ich das verstehe, dieses Hören und Chanten, das wird ja hier auch hervorgehoben. Srila Prabhupada schreibt, lass mich mal kurz gucken, der erste Vorgang, nämlich Hören, ist von allen der wichtigste. Und daher ist das Hören aus der Bhagavad Gita und später aus dem Srimad Bhagavatam für den ernsthaften Anwärter, der am Ende die Stufe Bhishma Devas erreichen will, unbedingt notwendig. Also so wie ich das verstehe, damit wir eben nicht an den letzten Kinofilm denken, die Bedingung ist, dass wir genug über Krishna gehört haben, über unsere Philosophie, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer. Dann nehmen wir tatsächlich diesen Besen in die Hand und haben vielleicht am Morgen um 8 Uhr aus dem Bhagavatam gehört. Vielleicht waren wir in der MTB-Sendung mit dabei oder haben uns die angehört oder haben uns was anderes angehört oder waren bei euch im Tempelraum und haben uns dort auf ein Sitzkissen niedergesetzt oder auf einen Stuhl. Und dann kann es sein, dass man dann diesen Besen in die Hand nimmt und denkt, wow, die Dara hat mir jetzt gesagt, ich soll für Krishna diesen Flur fegen. Und dann versuchen wir uns zu erinnern, was haben wir denn nochmal gehört? Aha, ne, und irgendwann liege ich vielleicht auch wie Bhishma Deva auf meinem Sterbebett. Und dann erinnert sich Krishna vielleicht daran, dass ich für ihn am 11. April 2022 den Flur gefegt habe. Und solche Gedanken können dann vielleicht entstehen, wenn wir genug gehört haben und auch konzentriert gehört haben. Wie schätzt du diese Angelegenheit ein? Ich mache gerade mal meine Klimaanlage wieder aus. Ja. Ich habe extra so lange gesprochen, damit du viel frische Luft bekommst. Ja. Auf jeden Fall. Wobei, wenn man, also stimme ich voll und ganz zu. Natürlich, Hören ist wichtig, aber na klar, wir sind vielleicht noch nicht so lange dabei, haben noch nicht so viel gehört und sind noch voll im materiellen Leben verankert und so weiter. Trotzdem kann man, gerade wenn man ja das Krishna-Bewusstsein kennenlernt und so, dann, das sind ja sehr tiefe Eindrücke, die einen, weil das ist ja was ganz Tolles, was ganz anderes, was man vorher halt nicht kannte, und das ist so mind-blowing eigentlich, Krishna-Bewusstsein. Also gerade am Anfang sind die Neulinge, die sind manchmal noch viel enthusiastischer als alte Hasen manchmal, ne? Nicht immer, aber oft ist das zu beobachten. Dann sind sie sehr enthusiastisch und fast schon fanatisch und richtig inspiriert. Und deswegen ist es manchmal ganz schön, wenn ich neue Leute sehe, wie begeistert die am hingebungsvollen Dienst dabei sind. Und bevor diese Routine eintritt, ne, wo es dann mechanisch wird, weil man halt alles schon kennt oder meint zu kennen und so weiter, und es dann vielleicht ein bisschen zäh wird, da gehen wir ja mehr oder weniger alle vielleicht mehr oder weniger mal durch. Aber das ist ja dann immer ganz erfrischend, wenn dann die neuen Leute einen dann wieder mitreißen. Ach ja, ich war ja auch mal so. Mir ging das ja auch mal so. Ich war ja auch mal ganz enthusiastisch am Anfang. Und wieso jetzt eigentlich nicht mehr und so weiter. Ne? Also dann kommt das, dieser Aspekt kommt dann auch manchmal dazu. Der Manidara hat das immer so lustig erzählt. Ich habe schon so viele Sapschis gegessen. So viele Krishna-bewusste Gemüsegerichte gegessen, so viele Pflaumen-Chutneys. Ich kenne das alles schon. Ich habe schon so oft Hari Bol gerufen. Ja, das ist total interessant, was du da sagst. Genau, also ich glaube, das haben wir alle auch erlebt. Ne? Als wir das erste Mal in den Tempel kamen, so ganz bewusst, jetzt nehme ich diesen Besen, ich diene das erste Mal in meinem Leben ganz bewusst Krishna. Hier, dieser Staub hier. Und es ist wie so eine Bewusstseinsexplosion. Wir haben vielleicht schon
vorher schon oft irgendwas gefegt, aber dann plötzlich diese bewusste Erfahrung, dass man das für Krishna macht. Ne? Und wie du eben sagtest, wenn man das dann ein paar Jahre vielleicht gemacht hat, dann irgendwann nimmt man den Besen und denkt wieder an irgendeinen Kinofilm, den man 1953 geguckt hat. So, und dann kommt vielleicht ein junger Spund in den Tempel und wir erleben so plötzlich, Krishna zeigt uns, was es eigentlich bedeutet, mit Enthusiasmus und mit vollem Bewusstsein Krishna zu dienen. Der reißt dann der Tempelpräsidentin den Besen aus der Hand fast schon. Darf ich diesen Flur für Krishna fegen? Und da gebe ich dir total recht. Also das ist total hilfreich, wenn wir da auch immer mal wieder jüngere Menschen sehen, die für die das so ganz was, eine ganz neue, andere Erfahrung ist. Ich schaue hier gerade mal ins Chatfenster. Der Sinisha stellt eine interessante Frage. Also wir hören ja hier von diesen neuen Vorgängen und einer davon ist, mit Krishna Freundschaft zu schließen oder wie Srila Prabhupada das hier diesmal beschreibt. Lass mich mal gucken. Vertrauten Umgang pflegen. Also an anderen Stellen übersetzt Srila Prabhupada das mit Freundschaft schließen mit Krishna. Sakyam, Sakyam Atma Nivedanam. Wie kann man die Vollkommenheit erreichen, indem man diesen achten hingebungsvollen Dienst ausführt, nämlich mit Krishna Freundschaft, vertraute Freundschaft zu pflegen? Was wäre da so deine Antwort? Das ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall schon eine sehr hohe Ebene. Die Freundschaftsebene, Sakya. Das ist ja einer der Rasas mit Krishna. Und ja. Es, aber auf der anderen Seite heißt es natürlich, Krishna ist der beste Freund eines jeden. Ne? Ist ja nicht. Ich glaube, ihr seid jetzt gerade alle eingefroren, außer ich. Ich hörte mich noch. Ah ja. Ja. Okay. Krishna ist der beste Freund, der ist ja die Überseele in dir. Der ist, niemand ist näher als Krishna einem selbst natürlich. Er ist der Zeuge von allem, was du machst. Der weiß alles über dich. Und deswegen ist es eigentlich eine gute Sache mit ihm. Versuchen, sich zu befreunden, also oder ihn dann auch in dieser Haltung vielleicht Gebete dazu bringen. Krishna, du bist mein bester Freund. Kannst du mir da und dabei helfen? Und so, man hat ja Freunde, um auch mal nach Hilfe zu fragen oder so und sich auszutauschen und dafür sich vertraulich mitzuteilen und so. Das macht man ja, das kann man ja mit Freunden machen und das sollte man mit Freunden machen. Und das macht man ja auch beim Beten eigentlich zu Krishna. Und deswegen ist das dann schon so, geht das so in die Richtung, Sakya, Freunde, Freundschaft schließen, so wird da die Bindung nach und nach tiefer. Und wenn man tief drin ist, dann kriegt man auch vielleicht auch direkt Antworten im Herzen, wenn man Krishna was fragt. Ne? Das ist so meine Ansicht dazu, diesem Sakya. Sinisha, bist du mit dieser Antwort zufrieden? Schon, ne? Also ich bin mit der sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, was steht hier noch? Okay. Es erschreckt mich, auf die Stufe mit Ishadeva zu stellen. Chitshakti, was meinst du hier mit deinem Kommentar, wenn du die Gelegenheit hast, dein Mikrofon einzuschalten? Ja, Hare Krishna und Pamho erstmal. Ja, ich meine natürlich, wie sie gerade sagte, sich, sag ich mal, mit Krishna als Freund und so weiter, das kann ich mir sehr gut vorstellen, nicht? Aber jetzt sage ich mal, diese Vollkommenheit zu erreichen, wie Bhishma Deva, der steht bei mir so weit
oben, so hoch. Da, weiß ich nicht, da wage ich gar nicht dran zu denken. Okay. Was das ist schon was ganz Spezielles, oder? Natürlich. Es ist, in den Schriften wird immer das höchste Ziel eigentlich gepredigt. Und das geht mir auch so, oder auf jeden Fall ging es mir damals, als ich die Bhagavad Gita zum Beispiel gelesen habe, auch so, dass ich gedacht habe, das schaffst du nie und so. Ne? Aber wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Also wir, die Bemühung allein, das ist schon sehr viel wert. Das ist eigentlich schon, das ist schon das Ziel, dass wir den Wunsch haben, da hinzukommen und alles dafür machen. Wir sind bedingt, wir müssen lernen zu tolerieren, nicht nur die andere Außenwelt und die anderen Lebewesen, sondern auch unsere Unvollkommenheiten lernen zu tolerieren. Und dann kann man darauf aufbauen und wir wissen, wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen es immer wieder. Wir versuchen immer besser zu werden, immer besser. Auch wenn wir die und diese Unvollkommenheiten und Fehler haben, trotzdem weitermachen, immer wieder das hohe Ziel vor Augen, aber und wenn wir es in diesem Leben nicht erreichen, na, dann halt im nächsten. Oder Krishna ist barmherzig und nimmt uns trotzdem mit. Wir haben ja auch immer noch diesen Mercy-Faktor und Srila Prabhupada, der uns durch die Hintertür uns reinlässt. Das ist alles drin. Ne? Dankeschön für die Erinnerung. Krishna akzeptiert ja schon unsere Bemühungen. Er sieht unsere Bemühungen ja schon quasi, als wenn wir es richtig gemacht hätten. Danke für die Erinnerung. Hare Krishna. Okay, also eventuell gibt es noch den Backstage-Eingang. Wow, okay, super. Ja, genau, in der Bhagavad Gita, da kommt mir auch dieser Vers gerade in den Sinn, Neha Bikrama Nashusti Pratyavayo Navityate Svalpam Abhyasya Dharmasya Trayate Mahato Bayat. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. Also selbst Krishna ermutigt uns, dass auch wenn es nur ein kleiner Fortschritt ist, wie du sagst, aber bloß nie sagen, das schaffe ich ja sowieso nie, ja, dann kann ich es ja auch völlig sein lassen, dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Ja, der Ram Gopal fragt hier noch mal zum Schluss, wir haben noch 4 Minuten bis zum Glockenturm und wir geben mal der Dara eine kurze Klimaanlage-Verschnaufpause. Er fragt, was gibt es Neues von Radharani und Krishna in Vrindavan? Vielleicht kannst du hier noch mal ein i-Tüpfelchen zum Ende unserer Sendung setzen. Und wenn es gar nicht auszuhalten ist, dann schalte einfach ein. Wir verstehen dich, glaube ich, trotzdem. Ist okay. Ja, Radharani, da triffst du mich am wunden Punkt. Ich bin eigentlich mehr so die Gornitai-Stimmung. Radharani ist für mich noch sehr, sehr weit weg. Aber zumindest war sie gestern bei Ram Navami wunderschön. Also bisher immer, aber besonders, also überhaupt die Detis waren super toll dekoriert und alles sehr schön. Und klar, Radharani ist die Herrscherin hier in Vrindavan. Und durch ihre Barmherzigkeit kann man ja überhaupt erst Richtung Krishna sich zubewegen. Und ja, wie gesagt, es ist nicht meine Ebene, Radharani. Ich bleibe eigentlich lieber bei Gornitai oder eben ja, Krishna Balaram hier in Vrindavan. Ich habe mich ehrlich gesagt sogar in Mayapur noch ein bisschen mehr zu Hause gefühlt. Das ist, weil da ist riesen, das Panchatattva, natürlich ist da auch Radha Krishna riesengroß, aber ich halte mich auch immer gerne am Panchatattva fest, weil ja, habe ich einen besseren Bezug irgendwie noch. Und ich weiß nicht, ob sich das mal ändert oder so. Auf jeden Fall Radharani Ki Jai, aber auch Gornitai Ki Jai und Krishna Balaram Ki Jai. Und ja, das ist ein bescheidener Kommentar.
Thema. Vielen Dank, Dara Devi Dasi, dass du uns hier so heute besuchst aus Vrindavan. Und ich würde sagen, weil du gerade von Gaur Nithai gesprochen hast, wir können ja alle mal zum Abschluss unser Mikrofon einschalten und dir ein Nithai Gaura Haribol zurufen. Und ich würde sagen, schaltet alle eure Mikrofone ein und gerne auch eure Kamera, wenn ihr möchtet. Wir würden uns groß sehr freuen. Und dann können wir ja nochmal, ich zähle den Countdown runter. Vielen Dank, liebe Dara Devi Dasi. 3, 2, 1. Und wir können ja zum Abschluss nochmal gemeinsam ein Hare Krishna Maha Mantra chanten. Wo ist sie denn? Hier. Ja, vielen Dank auch an alle Zoom-Teilnehmer, die heute wieder mit dabei waren und sich heute diese schöne Episode über Bhishmas Verscheiden angehört haben. Und ich fange einfach mal an. Das ist, glaube ich, etwas zu hoch. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Hare Bol Hare Bol Nithai Gaura Hare Bol Nithai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Ich möchte euch auch dringend auf unser Transzendentales Gewinnspiel aufmerksam machen. Drückt hier einfach oben auf das I, dann kannst auch du Gewinner eines Mahabharatas werden. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama